Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands. Genau, wieder mit Patzian und Kaelin. Und da hinten fährt unsere Mission rum. Was soll das denn? Die erledigen wir doch direkt, ne? Yep. Zerstören sie. Okay, ja, dann einfach rein. Dann einfach drauf, genau. Okay, das Ding scheint ein bisschen was auszuhalten, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Jo, das ging gut. Ta-ta-ta-ta. Oh. Ja, ist egal. Hauen wir den noch weg. So viel dazu. Ein Kartelltruck weniger. Der Richtigkeitshalber. Ein gutes Feuerwerk, dann sind wir wohl fertig. Okay. Dann, was machen wir denn als nächstes? Warum haben Rebellen eigentlich kein Fahrzeug mit Geschützen? Da wird direkt so ein Aufklärungsdaten. Genau, dann holen wir uns die mal. Achso, ich muss mir die, nochmal selber markieren, scheinbar. Aufklärungsdaten, bitte. Irgendwie will das nicht. Haben jetzt eine Pumpgun ausgerüstet. Du musst einfach nur nach vor und dann ist ja. Wenn du nach links musst. Bist du dann mein Navi? Bitte folgen Sie der Straße geradeaus. Oh, Unidot. Und die nächste dann links, halt gut. So schräg nach hinten links. Da. Da lang. Da lang. Ah. Und hinten. Ja, genau. Jetzt muss ich aber ganz schnell, weil meine Audio ist wieder ziemlich weit oben. Ziemlich nicht nett. Da. Ah, hierüber könnte es gehen. Oh, tut mir leid für den miserablen Sound gerade. Es ging. Also, ich habe jetzt hier nicht. Oh. Jetzt. Ah. Wartet mal, lass mal ein bisschen aufklären noch. Okay, so viel dann dazu. Hinter uns ist eine Patrouille. Da kommen noch mehr Sicarios. Drohne steigt auf. Da oben ist ein Alarm. Hier sind Gegner. Ja, das war dumm. Boah, ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen sinnvoller spielen. Das da bringt halt so nichts. Einfach reinrennen, dann weggeschossen werden. Nicht in diesem Schwierigkeitsgrad. Also von dem Nein. Dingens hier. Oh. Na gut, der hat halt auch ein schweres MG. Könnt ihr den ein bisschen spotten? Der steht direkt auf mir. Wir sind beide tot. Ist ein Heli. Ja. Eieieiei. Und ich glaube, da sind jetzt noch, kommt jetzt noch einer auf dich zu. Und links, na gut, der schießt halt schon. Oh. Was? Ja. Hä? Heli wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Heli war, aber sonst wären die zwei Schüsse jetzt sehr hart gewesen. Ja gut, das sind schwere MGs. Wie gesagt, wir kriegen die ja normalerweise auch mit ein oder zwei Schüssen platt. Da ist hier gleiches Recht für alle. Also wir sind jetzt nicht unglaublich stärker gepanzert als die. Okay. Das ist halt die Sache. Besonders ich nicht mit meinem Tanktop. Ja. Gut, dann gucken wir, ob wir jetzt vielleicht mal ein bisschen vorher auskundschaften. Ja. Geh mal ein bisschen weiter. Okay, warte. Nicht entdecken lassen, danke. Obwohl, nee, ducken brauche ich mich eigentlich nicht. Drohne fliegt. Da ist noch ein Tango. Da ist noch ein dritter. Super, Mörser. Da wäre noch ein Alarm. Hier hinten ist doch bestimmt noch was, oder? Nö.
Tango 5. Hallo, Kirche. Na? Erledige da mal den netten Scharfschützen. Mhm, ja. Bin gerade hier noch so ein bisschen am Spotten. Das mit der Batterie lohnt sich aber echt, merke ich gerade. Ja, die Batterie ist am heftigsten. Ja. Hier ist doch irgendwo noch eine Eier. Gut. Oh, da kannst du ja jetzt stundenlang rumfliegen. Ja, fast alles aufgeklärt da. Oh, hi, ihr beiden. Fuck. Boah, das... Ich muss hier konzentriert spielen. Das bringt hier nichts. Ich dachte schon, ich bin entdeckt worden. Nee, ich bin mitten reingerannt. Warum? Wieder zurückfallen. Nein. So schnell. Ja, wie gesagt, wir haben halt hier auch volle Schwierigkeitsgrad von den Gegnern. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn du versuchst, da oben zu überleben, wenn es irgendwie geht. Ja, ich bin halt auf dem Präsentierteller von Heli. Hm. Ja, aber der ist ja meist so relativ schnell down. Warte mal, ich habe ja Mörser. Das wäre halt auch noch eine Idee. Ich bin so ein Idiot. Kann ich das nochmal aktivieren? Da. Da kommt ein Heli. Schick mal am Bogen. So. Haben die mich gerade mit meinem Mörser selbst abgeschossen? Wahrscheinlich. Boah, wackelt das Ding. Übel. Und viel aushalten tun sie. Wir haben beide drauf geschossen auf den Typen. Ja, ich habe aber nichts getroffen. Da auf der Heli ist noch gar nicht. Der kann da mal weg. Jawohl. Oh mein Gott. Boah. Oh Gott. Heli ja, ist down. Sehr gut. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe hier. Ja, ich glaube, sie geben auch gleich auf. Dumm, die dumm, die dumm. Gott verdammt. So, dann laden wir mal nach. Das ist nicht wir, das ist wegen Santa Blanca jetzt. Wir kriegen Verstärkung. Also ich fühle mich relativ sicher gerade auf dem Felsen. Ja. Ich mich ja überraschenderweise auch. Ja, Problem ist, ich sehe halt hier nichts großartig. Der Alarm nervt halt tierisch. Ja. Freies Schussfeld wäre was Schönes, ist leider nicht machbar. Bin jetzt auch das erste Mal auf das Scharfschützengewehr gewechselt. Ah. Erledigt. Hier wäre noch ein Orden, den nehme ich mal gerade, wenn ich da hin könnte. Ich möchte gerne an diesen Orden. Kann ich da jetzt echt nicht hin, weil der scheiß Stuhl im Weg ist? Och komm. Okay, schön. Ich kann nicht hin, weil der Stuhl im Weg ist. Kommt der da hinten mal raus? Ich weiß es ja nicht. Den Einser meinst du, oder? Nee, den davor. Den Zweier. Pisi, bei dir ist noch irgendwo einer, gell? Mhm. Ja, nicht unterstützen. Down.
Auto draußen. Okay, den treffe ich nicht. Ich glaube, ich habe mehr oder weniger was ausgeschaltet. Ja, es ist, glaube ich, ist nur noch der Scharfschütze jetzt da unten, oder? Ja, ja. Gut, dann könnt ihr ihn schon mal ausschalten, dann gehe ich nämlich gerade die Sachen hier schon mal markieren. Und da oben kommen jetzt auch wieder welche. Sieht nach Koordinaten für ein Chemielager hier in Libertad aus. Das müssen wir erledigen. Sehr gut. Ah, okay. Räumen wir auf und dann weiter. Gut, habt ihr? Jawohl. So, dann hätten wir da noch Gefangene zum Befreien. Und gucken, dass ich halt irgendwie nochmal, ich würde schon gerne diesen Punkt da mitnehmen. Oh mein Gott, das war jetzt ein bisschen stressig, ey. Ja, na gut. Wie gesagt, es ist jetzt ja auch höchste Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoller, wenn wir wirklich das jetzt nach den Schwierigkeitsstufen demnächst halt abarbeiten. Also jetzt erstmal alle mit 2, dann alle mit 3, dann alle mit 4 so ungefähr. Ich glaube, das macht dann tatsächlich doch mehr Sinn. Auch weil die Verstärkung dann stärker wird und so genau. Weiter. Genau. Könnt ihr das Ding, könnt ihr das Ding aufnehmen? Ja, du musst dich bücken. Ah, okay. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Das ist eine Auszeichnung. Ich gehe so nah. Aus wie aus einer Cornflakes-Packung oder von der Air Force oder so. Ah, die Rebellen, okay, die habt ihr schon befreit. Ja, die habe ich gerade rausgelassen. Sind jetzt halt Freilandrebellen. Keine Käfighaltung mehr. Ja, dann hätten wir jetzt alles. Genau, ich glaube, sonst ist hier auch nichts mehr Interessantes. Dann holen wir uns mal das Autochen und gucken, wo die nächste Lieferung ist. Die fährt da unten rum. Ich habe ein Primärziel für Sie. Ein riesiges verstecktes Lager mit Kokain-Grundstoffen in Libertad. Zerstören Sie es. Komme. Da wäre tatsächlich auch noch ein Dings dann für unterwegs. Sehe ich gerade einen Konvoi. Den könnten wir eigentlich dann gerade ausschalten. Dann nehmen wir uns das Auto. Ja. Oh. Weil der dann gerade auf der Strecke ist. Willst du schießen? Ich fahre, wie üblich. Okay. Klappt ja eigentlich ganz gut so mit der Verteilung. Moment. Ich glaube, ihr könnt auch innerhalb dann das irgendwie wechseln. Nee, kann man leider nicht. Nee, leider nicht. Oh, das sind aber sehr viele Unidad. Ich glaube, sind die auch weggefahren, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, schade. Na gut, dann gehen wir erstmal die Mission jetzt hier machen. Oh. Alles klar. Hauen wir die mal weg. Oh, ich komme nicht zum Hubschrauber gerade. Ich auch nicht. Heißt. So. Muss der markiert werden, oder? Nee, ja, markiert. Okay. Und einfach rechts ansetzen, damit wir den Fahrer rausschießen können. Okay, ist raus. Okay, der Hinter, geht auf. Ja. Gut, das Ding fliegt gleich in die Luft. Oh, dann sollte ich vielleicht mal weggehen. Kann ich das jetzt noch markieren? Ja. Gut. Hä, ich kann mich nicht mehr bewegen. Achtung, das Auto fliegt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, vielleicht fliegst du dann weg, dann geht's ja. Ja. Das wird komisch. Der Charakter wollte sterben. Hä? Na komm. Ach, da sind auch noch Gegner. Da, jetzt ich sehe mal wieder in den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich würde mal sagen, wir fahren ein bisschen weiter.
Welchen Auto? Ach, mit dem da. Das nächstbeste, würde ich sagen. Steigen wir ein. Master P? Ja, ja. So, dann direkt mal weiterfahren. Wir haben ja ein paar Rebellen da, die können sich ja darum kümmern. Wir machen nur das Einfache. Genau. Obwohl das jetzt ohne Dings, glaube ich, gar nicht mehr so einfach ist, aber vielleicht finden wir noch ein entsprechendes Auto unterwegs. Ja, da wahrscheinlich, ne? Nein. Hey! Ich dachte mir schon, einfach, den könnten wir eigentlich einfach überfahren. Mhm. Ah, okay, das ist dann hier doch ein Lager. Okay. Oh, da gibt es sogar was zu mitnehmen wieder. Juhu. Vielleicht kommen wir da irgendwo auf ein Dach rauf. Mhm. Sieht aber schlecht aus. Ich gehe mir erstmal das hier drin schnappen. Yay. Punkte. Wir müssen auch anfangen, die Lichter ein bisschen auszuknipsen. Mhm. Ich glaube, wir müssen ja eh hier runter, wie das aussieht. Da lege ich mich da vielleicht mal so ein bisschen auf die Lauer. Es gibt Feindaktivität. Shit, Sicario mit Minigun. Drüben am Parkplatz. So, ducken, fliegen. Setze Drohne ein. Ah, scheu, wird gestört. Boah, ist ein geiles Flugzeug. Achtung, da kommt einer gleich um die Ecke, glaube ich. Da hinten rennt noch einer. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Unidas-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Da hinten wären noch welche. Oder sind, glaube ich, eine ganze Menge. Eieiei. Du kannst da mal weg. Hier sind Suchscheinwerfer. Okay. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Seht euch das Versorgungsflugzeug an. Sieht beladen und startklar aus. Tja, Pech gehabt. Wenn sie den Schlüssel stecken lassen, verdienen es die Trottel doch auch nicht besser. Also los. Hier ist er noch irgendwo, wahrscheinlich oben drüber. Nachschub, da ist er. Ah ja, da ist Nachschub, gut. Wo ist der Nachschub? Da ist er. Damit die Rebellen den Nachschub finden. Ja, wir müssen da durch, da geht's nämlich nach links. Mhm. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Hoppala. Ich hab das... ganz unauffällig habe ich mich gegen das Gitter gelehnt und das ist einfach mal umgekippt. Wie viel sind das da? Das sind, glaube ich, mehrere. Gut. Ich würde den nehmen. Kann den anderen jemand nehmen? Ja, ich nehme den da. Gut, 3, 2, 1. Schön. Okay, nichts passiert. Da ist auch noch einer. Nicht mehr. Einer weniger. Das ist abgeschalten. Ja, sehr gut. Dann fliegen wir mal rum. Das sind drei. Wenn ich den Alarm abschieße, hören die das? Hey, wahrscheinlich. Beim Parkplatz. Ich sehe ein fünftes Ziel.
Der scheint relativ allein zu sein, oder? Ja. Oh, hinter mir. Danke. Wow, den habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, der ist einfach gerade gespawnt. Auf einmal ein Meter vor mir ja. Steht der da. Narko, mit einer scheiß Minigun. Sieh dir den Parkplatz an. Mit einer scheiß Minigun, aha. Den hauen wir mal weg. Ich sehe einen Narko beim Parkplatz. Nachschub markieren, wenn ich schon da bin. Okay, hinter mir. Ich bin oben auf dem... Danke. Turm. Die scheinen ja echt mehr oder weniger rumzuspawnen, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, mit dem Flugzeug kann man nicht fliegen, oder? Nee. Nee. Doch! Okay, ich wollte nicht einsteigen. Boah, mit dem mag ich dann fliegen. Ja, ja, kannst du gerne machen. Oh, yeah. So, wir haben hier, glaube ich, drei. Können wir die uns schnappen gleichzeitig? Warte mal. Ich bin gerade raufgeklettert, wo ich dachte, dass ich super Cyberposition habe. Welche drei? Die hier. Ich kann den da. Gut. Dann nehme ich die 1. Ja, die 3. Gut. Ich nehme die 2. Ich musste meinen schon erschießen. Kein Problem, wir haben sie. Sehr schön. Da hinten ist noch einer, da sind zwei. Da sind... Da läuft jemand, das ist ein Zivilist, gut. Im Hangar ist noch einer, kann das sein? Scheinbar. Okay. Irgendwo hat mich einer gesehen. Ja, im Hangar. Barbin. Gut. Müssen wir das zerstören? Scheinbar, ja. Hm, passt genau mit der Granate. Eine Granate brauche ich da noch als Unterstützungsgranate. Ja gut, dann hau du die mal weg, dann... granatisiere ich da gleich noch ein bisschen. Ach, da ist eine. Ja, ja, normal sind die ja immer dann mehr oder weniger. Granate fliegt. Schalten, kommt die Kokainproduktion in Libertad zum Erliegen. Schön gemacht, Jungs. Schön gemacht. Sehr schön. Das lief echt gut. So, dann machen wir die Folge hier auch mal zu Ende. Und dann können wir in der nächsten Folge das Ding hier noch wegfliegen. Ach, hier hinten war noch das. Das wollte ich, glaube ich, noch mitnehmen. Ich habe mir hier die Versorgungssachen noch nicht geholt. Da hinten, wo ich herkomme, das sind Dokumente. Okay. Dann hole ich mir die auch noch. Also, ist das hier auch ein. Oh, dann sehen wir uns aber im nächsten Part. Genau. Oder? Alles klar. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.